Solidarität! Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Schließt euch an und vor allem organisiert euch! Es ist krass stark, so viele Menschen hier heute auf der Straße zu sehen. Wir freuen uns sehr, uns gleich die Straße mit uns zu nehmen. Wir sind der Bund der Kommunisten und seit 3 Jahren gehen wir die ersten Schritte revolutionärer Organisierung. Ziel ist der Aufbau von Gegenmacht mit unseren Stadtteilkomitees in Lichtenberg, Neukölln und Wedding. Zum ersten Mal, und darüber freuen wir uns sehr, stehen wir heute auch hier mit unserer neu gegründeten Jugendorganisation. Macht mal ein bisschen Lärm! Ich freue mich so, mit euch hier zu stehen! Geschwister, ich hoffe, ihr seid bereit und ich hoffe, ihr seid wütend! Ich spreche für den Kommunistischen Jugendbund. Vor 5 Jahren haben wir begonnen, uns als Kreuzberg United in Kiez zu organisieren. Dieses Jahr haben wir uns dem Bund der Kommunistinnen angeschlossen, mit dem Ziel, die ganze Berliner Jugend mit uns in den revolutionären Kampf zu ziehen. Wir sind heute hier, weil der 1. Mai Kampftag unserer Klasse ist. Der 1. Mai steht symbolisch für eine lange, lange Tradition eines konsequenten Kampfes für die Interessen der internationalen Arbeiterbewegung. Krieg kann und wird niemals zu diesen Interessen gehören. Es gibt große Teile der sogenannten Linken, die dem Lippenbekenntnis nach an der Seite der Unterdrückten stehen, in den entscheidenden Momenten aber ihre Maske fallen gelassen haben und für die Nation und vor allem für das Kapital in den Krieg gezogen sind. Beispiele dafür gibt es historisch unzählige. Und auch heute sehen wir auf der Gewerkschaftsdemo, dass sie sich lieber auf die Seite der NATO und seiner Bündnispartner wie die Türkei und Israel stellen. Konsens ist, in weiten Teilen der angeblichen Linken sich in die deutsche Staatsräson einzufügen. Und das soll angeblich eine Lehre aus der Geschichte sein? Auf dem Boden der Tatsachen bedeutet das aber Beihilfe für einen Genozid, Waffenexporte in alle Welt, Blut und Tod. Nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Das ist die Lehre aus der Geschichte. Es gibt aber auch jede revolutionäre Linie, die schon seit Beginn des Ersten Weltkriegs sich konsequent gegen Krieg und Militarismus stellte. Stichwort Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, der Streik der deutschen Arbeiter und Matrosen, der diesen Weltkrieg beendete. Die KPD, die 68er gegen den Vietnamkrieg, die antiimperialistische Solidarität mit dem palästinensischen und kurdischen Volk. In genau dieser Traditionslinie gilt es, standhaft zu bleiben, uns gegen diese Kriegshetze und Militarisierung zu wehren und uns in einem gemeinsamen Kampf für die Befreiung der internationalen Arbeiterklasse, für Brot, Frieden und Sozialismus zu begreifen. In Zeiten der Aufrüstung sollen wir, die Jugend, als Kanonenfutter für ihre laufenden und kommenden Kriege dienen. Während also die Jugend an anderen Ecken der Welt bereits ihr Leben verliert, sollen wir glauben, dass diese Kriege Leben retten? Aber wir werden nicht für diese Nation sterben. Wir werden nicht die Gewehrläufe auf die Herzen unserer Klassengeschwister anlegen. Und wenn sie versuchen, die Wehrpflicht wieder einzuführen, wir werden uns verweigern. Wir werden den Kampf aufnehmen, aber nicht für, sondern gegen ihre Kriegsmaschinerie. Denn das Proletariat hat kein Vaterland. Wir lassen uns ganz sicher nicht wie Profite von Konzernen und deren Bomben totschießen. Dagegen sein ist aber nicht nur eine Frage der Haltung, sondern auch des Tuns. Die beste Gegenwehr gegen ihre Aufrüstung und Sparpolitik ist eine organisierte Gesellschaft. Es braucht also den Aufbau von Gegenmacht und das in den Stadtteilen, in den Schulen, in den Betrieben, in den Ausbildungsstätten und in den alltäglich politischen Kämpfen. Aus diesem Grund schließt euch an und vor allem organisiert euch! In dem Sinne, seid wütend! Nehmt euch die Straße! Stellt in Frage, was hier eigentlich passiert und lasst euch nichts erzählen! Die Antwort muss sein! Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus! Und jetzt nochmal alle zusammen! Klasse gegen Klasse! Krieg den Krieg! Kampf im Kapital, bis der Frieden siegt! Klasse gegen Klasse! Krieg den Krieg! Kampf im Kapital, bis der Frieden siegt! Klasse gegen Klasse! Krieg den Krieg! Kampf im Kapital, bis der Frieden siegt! Dankeschön! Danke an die beiden GenossInnen für diese unglaublich starke Rede. Macht doch mal ein bisschen Lärm!